Liebe Freunde, die Mafia hat sich heute getroffen, erneut um Kavala an sich zu reißen. Mein Husten! Ich hoffe, es geht euch heute gut. Am Clubhaus getroffen hier. Die Sonne scheint und wir haben heute wieder böse Pläne. Kommt mal mit rein, Jungs. So schöne Luft hier. Schönes Wetter. Oh. Schöne Landluft. Setzt euch hin, ich habe eine Ansprache zu machen. Oh, zum Glück haben wir hier eine Klimaanlage. Oh, hier drin ist schön kühl. Oh, erstmal auf die Bank. Oh ja. Schön Don hinsetzen. Calone hat sich gemeldet. Don Calone hat geheime Pläne vor. Und zwar sollen wir heute die ersten Schritte übernehmen, um Kavala an uns zu reißen. Die Cops müssen unter anderem erniedrigt werden. Und dazu habe ich jemanden gerufen. Ein Mann, der schon sehr viel im Militär erlebt hat. Und heute sein Können unter Beweis stellen möchte und sich den Muffins anschließt. Hallo, Major! Major! Der Major ist da! Der Major! Das wurde auch Zeit, dass die Spezialeinheit kommt! Hey, Major! Alles klar, mein Junge! Major, bist du heute bereit, dich dieser Truppe anzuschließen? Ja, mein Freund! Okay, also erstmal eine sehr, sehr geile Anmoderation. Und man muss dazu sagen, wenn wir untereinander reden, so jetzt hier im Teamspeak, dann dürfen wir natürlich selber reden. Aber sobald wir mit jemandem außerhalb kommunizieren, müssen wir die Mafia-Stimme reden. Sofort. Und wir haben ja in den Kommentaren und in den Folgen natürlich gesagt, dass ihr Stories vorschlagen sollt für die einzelnen Charaktere. Und heute fangen wir mit der Story vom Curry an. Und zwar von Silent Havistar, der hat einen Kommentar unter meinem Video, Folge 3 von, Folge 56 von Altis, glaube ich, war das gemacht. Und zwar hat er geschrieben, wir wissen nicht, ob wir diese Story nehmen, aber wir lesen natürlich immer ein paar Stories vor und entscheiden uns dann im Verlauf der nächsten 10 Folgen einfach für eine Story. Er hat geschrieben, Currywurst war früher ein Mafia-Boss und hatte 12 Kinder, aber seine Frau Uschi hatte ihn nur wegen das Geld gemocht und ließ sich scheiden. Ihm wurde das Haus, die Kinder und das Geld abgenommen. Er wollte sich umbringen, vom Krankenhaus springen oder so. Doch da kam die gute Heideltraut und redete ihm ein, dass das Leben noch nicht vorbei wäre und beschloss, mit ihm ein neues Drogenimperium zu öffnen. So begann die Sklavenhändlerei. Ja, das ist ungefähr so eine Story. Dann gibt es noch eine weitere Story, die finde ich ziemlich krass. Kann ich ja mal ein bisschen anschneiden, und zwar von Adrian Trin. Der hat sich wirklich was Heftiges ausgedacht mit so NATO und sowas alles, dass der Curry bei der NATO mal ein Pilot für Jets und Helikopter war und auch das Schießen gelernt hat. Doch dann wurde er in Stratis, er wurde nach Stratis befördert und hat dann den Bronze und den Dennis kennengelernt, die im Team war. Curry wurde dann zum Teamleader und so weiter. Der Bronze war der Scharfschützer und in den nächsten 3 Jahren wurden die beste Freunde, kämpften dann gemeinsam gegen die Cops und so weiter und wurden Feinde der NATO und haben sich dann 2034, am 28. Juni 2034, in eine geheime Mission gewagt und Plan absolviert und wollen Kavala an sich reißen. Fand ich auch eine richtig, richtig geile Story. Ja, auf jeden Fall, habe ich auch gelesen übrigens. Also es gibt wirklich heftige Sachen, die, wie gesagt, werden wir in den nächsten Folgen noch vorlesen. Der Major wird auch eine Rolle annehmen, der Bronze wird eine Rolle annehmen und ich. Und wie gesagt, wenn wir während des Let's Plays, immer wenn wir mit anderen Leuten kommunizieren, werden wir folgendermaßen reden. Und das Ding ist, wir haben geplant, noch hier in unserem Clubhaus, kennt ihr ja schon, haben wir noch geplant, dass wir jetzt bald auch mal Tankstellen überfallen und so weiter. Und ich muss vorweg sagen, wir haben nette User super viel Geld überwiesen. Ich habe jetzt ungefähr 7 Millionen auf dem Konto. Finde ich sehr nett, muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber wir haben uns ja vorgenommen, wirklich bei Null anzufangen. Deswegen werden wir das Geld im Verlauf des Let's Plays spenden. Wenn uns zum Beispiel mal jemand im Helikopter abholt oder wenn wir irgendwas Spezielles brauchen, werden wir das Geld investieren. Allerdings nicht so, dass wir jetzt sagen, wir holen uns jetzt die beste Ausrüstung und so weiter. Wir werden natürlich auch farmen und so weiter, werden uns irgendwann mal ein Haus kaufen, so eine Base, wo wir dann alle leben. Wir haben uns auch schon Wagen geleistet, allerdings von dem Geld, was wir uns so erspielt haben, den können wir mal ganz gut zeigen. Der steht hinter unserem Clubhaus und wir gleich nochmal den Plan für diese Folge, für die nächsten Folgen hier besprechen. Mal vielen, vielen Dank an die nette Community, die sich da so einbringt. Das ist unser Mafia-Schlitten. Ja, man sieht schon wirklich vom Feinsten, tiefer gelegt, harte Felgen hier, der Wagen, der brettert so überalt ist. Und wir haben uns überlegt, wir wollen ja ziemlich unauffällig sein. Wir haben uns natürlich dann auch noch eine Night Visions gekauft und so weiter.
Ja, der Major ist auf jeden Fall einer, ein sehr guter alter Spieler und hat da auch ein bisschen Ahnung. Der wird für uns auch sehr viel verhandeln, denke ich mal. Und wir werden jetzt nochmal ins Clubhaus gehen und mal den Rat zusammen beschließen, der Muffins, und einen Plan absolvieren, zusammen austüfteln, was wir denn heute in Kavala machen. Ich hätte da schon eine Idee. Aber Dennis, vielleicht nochmal ein Wörtchen zu dieser ganzen Spendenaktion. Hast du ja zwar schon gesagt, ne? Aber nicht, dass man jetzt denkt, dass wir das Geld irgendwie so verwenden, dass wir auch dadurch Vorteile hätten. Eben, genau, das habe ich ja gesagt. Also wir brauchen das Geld nicht. Ist zwar nett und so, dass Leute kommen und einfach mal Geld überweisen, wie zum Beispiel, wir haben so einen netten User getroffen, Berke hieß er, glaube ich. Aber wie gesagt, wir wollen von Null anfangen. Und das ist dann doof, wenn man auf einmal Millionen auf dem Konto hat. Ja, ja, genau. Und an dieser Stelle sollte ich euch auch nochmal grüßen. Vielleicht sagt ihr auch nochmal Hallo an den lieben genau, User, ja, der gespendet Grüße, hat. Genau. Ja, auf jeden Fall. Hallo. Vielen genau, Dank für deine... Also wir werden das so machen, Spende. Wir werden das Geld natürlich dann als Investment sehen ins Let's Play praktisch. Genau, also quasi auf die Bank legen und dann gucken wir mal. Aber wir bauen erstmal unser Imperium weiter aus. Ich muss zur Verteidigung sagen, in den letzten Folgen haben wir sehr, sehr viel, wir haben ja sehr viel abgebaut und gefarmt und so, haben ja alles gezeigt, was man machen kann, fischen kann, Pfirsiche, dann haben wir noch, was war das, Kupfer. Ja. Und ich finde, in dieser Folge könnten wir vielleicht mal das Geld nehmen, das direkt mal investieren und einfach mal zu verdeutlichen, was für geheime Pläne wir haben. Und zwar würde ich gerne einen Helikopter mieten, nicht kaufen. Also ich könnte natürlich jetzt von dem ganzen Geld auch einen Helikopter, ein Haus und so weiter kaufen. Machen wir nicht. Wir mieten einen Helikopter, fliegen zum Schwarzmarkthändler, holen uns alle Lizenzen. Ja. Okay. Und werden dann noch eine Waffe kaufen und beginnen dann mit einem Überfall einer Tankstelle. So, und da fangen wir einfach mal an, um zu gucken, wie die Cops reagieren. Seht ihr? Und wir können dann aushandeln. Wir können gucken, ob wir Cops bestechen können und so weiter. Weil das Ding ist, ich würde das Farmen und so, da war der Major nicht dabei, haben wir 7 Folgen oder 6 Folgen lang gemacht schon. Und mit dem Geld würde ich jetzt einfach mal gucken, was man damit machen kann. Vielleicht schließen sich ja noch andere Spieler unsere Truppe an, dass wir dann im Verlauf der nächsten Folgen auch noch andere Geiselnahmen und so weiter machen. Oder wir überfallen einfach jemanden. Ich habe gerade schon wieder. Achso, ja, da wurde gerade zum Beispiel jemand überfallen da oben. Mhm. Genau, das könnte man natürlich auch machen, wenn man jetzt Waffen hat, dass wir einfach Leute mal überfallen. Ne? Muss ja nicht irgendwie eine Tankstelle sein oder so. Genau, sowas. Wenn man zum Beispiel einen Ölhändler bekämpft und dann wartet, bis die dann Leute verkaufen und sobald die verkauft haben, dass man dann zuschlägt. Ne? Genau, das werden wir in den nächsten Folgen endlich mal machen. Und wir haben, wie gesagt, ich habe hier, der Major hat auch, glaube ich, noch 2 Millionen auf dem Konto, also oder mehr sogar. Die User haben uns da wirklich sehr, sehr viel überwiesen. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, aber ihr müsst es nicht machen. Wir machen das jetzt so, dass wir den Usern, die uns das gegeben haben, eine kleine Danke machen, kleines Dankeschön überbringen, indem wir jetzt die Folgen ein bisschen actionreicher gestalten, also diese Folgen jetzt. Und wie gesagt, mit dem Helikopter und so weiter machen wir jetzt alles. Und in den nächsten Folgen, ich gebe euch schon mal die Schlüssel. In den nächsten Folgen kann es dann wieder ruhiger sein und so. Also ich bin mal gespannt, wie das Ganze läuft. Wir werden auch die Cops damit einbeziehen. Wir könnten auch Cops mit dem Geld zum Beispiel wiederum bestechen. Vielleicht kann man ja bei den Polizisten irgendwie geheime Kontakte knüpfen oder sowas. Genau, das kann man alles machen. So, und das Ding ist... Wir sind ja einige korrupt. Ja, und was ich sagen wollte... Dankeschön. Was ich sagen wollte ist, ihr habt jetzt also den Schlüssel gekriegt, ne? Ja, genau. Ja. So, dann kann der Major oder jemand, wer möchte, uns schon mal zum Airfield rüberfahren. Wollen wir erstmal nicht uns reichlich Essen und Trinken kaufen, bevor wir... Ja, stimmt, wir haben nämlich gar nichts mehr. Das ist gar nicht mal so eine schlechte Entscheidung. Ja, dann müssen wir nochmal in die Stadt. Und wir wollen das auf keinen Fall verkacken. Ich setze mich mal wie so ein richtiger Mafiosi hinten rein. Ja, vorher haben wir das immer irgendwie so gemacht, dass wir halt nicht lang geplant haben und dann einfach losgelegt haben, ne? Was macht ihr da, Leute? Genau. Und die Mafiosi hier, die Muffins, müssen auf jeden Fall... Sollten wir wirklich in den Knast kommen, dann müssen wir... natürlich unsere Strafe absitzen, aber wir haben im Hinterhalt immer die riesengroße Kohle auf dem Konto. Das heißt, wenn jetzt, das ist das Tolle jetzt fürs Let's Play, also wenn wir wirklich bei Null anfangen wieder, wenn wir verhaftet werden und so, können wir uns wieder ausrüsten und dann direkt mal da anknüpfen. Das ist auch so die Sache, die ich gut finde. Jetzt sagen natürlich einige, ha, ist ein bisschen blöd, weil die anderen müssen sich das ja auch alles erspielen und so weiter, aber ich finde... Dennis, ich dazu sagen muss, ich habe jetzt nicht nur das Geld von dem einen Typen bekommen, ich hatte auch 200.000 schon mir erspielt, sag ich mal jetzt. Wir hatten auch 30.000, glaube ich, jeder, weil wir haben ja auch, auf jeden Fall... Aber wir werden trotzdem für unser Imperium nochmal vernünftig dann auch farmen zwischendurch. Das heißt, jetzt können wir ja 1-2 Folgen halt ein bisschen actionreicher gestalten. Und wir haben ja auch in den letzten 5-6 Folgen haben wir auch ordentlich was zusammen gescheffelt, sage ich mal, mit dem ganzen Kupfer. Aber wir gucken, wir wollten ja auch nochmal dann Diamant machen vielleicht.
Natürlich ist es am Anfang schwierig, aber das wird ja immer mehr von Zeit, weil man halt immer wieder andere Sachen farmen kann, die noch mehr Geld bringen. Ja, eben. Genau. Ich habe gehört, man kann jetzt auch irgendwie hier forsten gehen, also man kann hier Bäume abfällen und die verkaufen oder sowas. Also ich glaube, hier auf dem Server sind die echt gut dabei, die Jungs, die machen das. Also hat sich echt viel geändert hier, ey. Ja, du weißt ja, Michael, die Zeit bleibt nicht stehen. Ja, ja, also, nee, die Regeln und so kenne ich ja alles, aber zum Beispiel das, was Bronze gerade gesagt hat, kenne ich zum Beispiel überhaupt nicht. Mhm. Ja. Ja, Dennis, du weißt schon, dass ich gerade fahre, ne? Bronze fährt? Ja. Ja, aber man weiß ja nie, man muss ja immer sicher was, sein. Was, ja? Also, was nicht gerade die schlaueste Entscheidung ist, weil The Crew... Ne? Ja, das Gute ist, wir haben auch ein bisschen später, also wir haben jetzt ungefähr so 10:30 oder 11 sogar, werden wir gerade aufnehmen. Und die Cops sind tatsächlich auf den anderen Hive alle. Mal gucken, was passiert. Sind so 20 Cops oder so, deswegen sollten wir das wirklich ausnutzen und uns beeilen mit einem Überfall. Ich würde tatsächlich erstmal eine Tankstelle überfallen. Okay, wir holen uns. Lass mich erfahren. Okay, wir holen uns. Einfach fährst du falsch. Nee, wir holen uns hier was zu trinken, oder nicht? Ne, hier nicht, wir müssen ja Markt. Zum Market. Zum Markt, ja. Ach so. Einfach mal zu gucken, wie die reagieren. Warte kurz. Einmal umdrehen. Die sind. Ja, ich habe schon markiert. Unser bester Taxifahrer. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, wie das Ganze läuft. Wenn uns jetzt zum Beispiel auch jemand mal fliegt oder sowas, den drücken wir dann direkt auch mal 40.000, 50.000 in die Hand. Wir spenden das Geld teilweise auch. Oder an Sanitäter, wenn die uns da helfen, oder an ADAC und so weiter. Ist nicht so, dass wir das alles selber behalten. Unser Ziel ist es auch tatsächlich wieder auf Null zu bringen, dass wir dann... Wie ist das denn mit einem Tankstellenüberfall? Weil normalerweise ist das ja so... Wenn auf dem Server wenig oder gar keine Cops sind, darf man zum Beispiel keinen Banküberfall starten, soweit ich das weiß. Ne, das darfst du hier alles, weil die haben nämlich ein Teamspeak, verschiedene Hives. Haben die beim letzten Mal doch, glaube ich, auch gemacht, als wir das gemacht haben bei der Tankstelle. Genau, und sobald wir jetzt hier gleich was überfallen, ziehen die vom anderen Hive ab und drücken den alle auf den Hive und dann hast du auch mal 20 die alles. Hier ist der Markt, glaube ich. Deswegen müssen wir das ganz schnell machen. So, erholt euch alles, was ihr braucht. Schön Proviant, Hasenfleisch, Äpfel, trinken. Ja, nimm so viel mit, nimm so viel mit, weil das kann wirklich lange dauern. Wenn wir in der letzten Folge gesehen, was passieren kann, dann sind wir da gestrandet und dann hatten wir echt Durstnot. Was hab ich denn in meinem Rucksack? Wo habe ich denn nicht genug Platz? Nee, du musst unten. Ich bin, sorry. Hier kannst du jetzt hier nämlich auch eine Axt kaufen. Mit. Axt, Spitzhacke. Ja, ich habe 5 Äxte gekauft, Alter, oder was? Ich habe mir 5 Stück gekauft. Woher kommt der Laden gefahren? Okay, hab alles zum Start, Leute. Also ich mach mal fertig. Das Auto auch immer abschließen, ne? Ja, genau. Das war nämlich jetzt nicht abgeschlossen. Wer will fahren? Fahr du ruhig, Mensch. Also ihr habt noch einen vergessen, Leute. Ich muss auch noch einsteigen. Ja, wo wollen wir denn hin jetzt? Im Airfield. Helikopter. Gibt's hier irgendwie GPS-Probleme? Speak for win. Auf jeden Fall. Ich glaub, der Dennis ist gerade ein bisschen am Abschmieden hier in TS. Das sind aber, glaube ich, alle. Wir haben gerade meine Teamspeak-Probleme. Okay, dann in-game. Alter, weil der Sau, Major weiß bestimmt jetzt, wo er hinfahren muss, auf jeden Fall. Alter! Wähle den roten Kasten, wähle den roten Kasten! Hallo? Hallo? Leute? Geht's wieder? Seid ihr wieder da? Okay, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Melcher wusste überhaupt nicht, wo er hinfahren sollte. Nee, Melcher zum Airfield. Ich wollte aber. Ja, markiert irgendjemand, navigiert mich. Ich konzentriere mich immer beim Fahren auf gar nichts. Okay, warte, ich markiere den. Und dann sagst du mir, wo es lang geht. Also, sorry, der Teamspeak hatte gerade Probleme. Ich hoffe, das läuft jetzt gleich wieder. Ja. Ey, bei mir habt ihr die ganze Zeit irgendwas gelabert, weißt du? Und ich wollte erstmal warten, bis alles sich gefangen hat. War ein Fehler in der Matrix. Muss einfach auf die Hauptstraße und dann raus erstmal aus Kavala. Ja, ich habe jetzt auch markiert. Ah, gut, super. Wenn der Curry jetzt immer sagen würde, wenn der Curry jetzt immer sagen würde, tsch, over, dann würde es so klingen, als ob du durch den Funk redest. Hab mich am Flughafen positioniert. Over. Ja, hab ich gehört, als ich in Game geredet habe? Riesen Dank nochmal an die Community, die hier das alte Setplay wirklich so gerne schaut. Und was uns unheimlich viel Spaß dann ist natürlich deutlich motivierender.
Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, wenn sie dann so, solche geilen Lebensläufe schreiben. Also, da waren echt häufig große Texte dabei. Ja, macht nichts. Wurden wir alle schon. Außer Bronze, glaube ich. Ja, es gibt aber echt heftige. Ich halte mich immer an alle Regeln. Leute, bist du hier? Probleme, ne? Nee, eigentlich geht's bei mir inzwischen. Es geht eigentlich wieder, ja. Nee, Curry hat irgendwie. Ist nee, bei mir ist auch immer noch TS-Problem. Also, ihr hört euch an wie... Was machen die denn? Komm, bleib mal stehen. Hey, ja, Leute. Blitz, glaube ich. Mafia-Stimme, ne? Wisst ihr ja? Ja. Ja, ja. Und ganz sachlich bleiben. Nicht noch nicht aussteigen. Erst wenn die das sagen. Nee, nee. Ich steige nur aus, ja? Weil der Fahrer muss eigentlich... Ja. Mach den Wagen mal aus. Mach mal den Motor aus. Und alle anderen müssen ruhig sein. Ja. Vielleicht noch ein Polizeiwagen, Alter? Was ist denn hier los? Boah, ist der leise. Ist echt leise, ja. Alle aussteigen? Jo, moin Herr, gibt's Probleme? Ich hab keine Ahnung, warum wir sie anhalten. Nein, ich hab keine Ahnung. Da haben Sie wieder da vorne die kleinen gelben Kästen, richtig? Mal schauen. Die sind ganz neu installiert. Schönen guten Tag, Herren. Auch mal bitte aussteigen. Personenkontrolle. Ja, und die messen jetzt so die Geschwindigkeit. Guten Tag! Ja, wegen guten Tag, der Herr! Blut, der Herr! Guten Tag! Entschuldigung! Sagen Sie, alle zusammen. Ich gehe mal an den Rand hier, damit Sie nicht ganz so auf der Straße stehen. Also, ich kann das erklären! Der Herr hier ist mein Fahrer! Der hier ist so voll! Was ist denn hier los, ey? Also, ich kann das erklären! Aber da redet jemand im Side-Channel! Ich kann nicht reden! Ah, jetzt geht's wieder! Was ist denn ein Side-Channel? Also, der Fahrer hier, der Mann da, das ist mein Fahrer, ich bin... Alter, ich steig in unser Auto ein! Ey, da klaut jemand unser Auto, Herr Officer! Nein, das geht noch. Ich muss gucken, ob es noch geht. Hey, das ist unser Auto, natürlich. Das kannst du doch nicht tun! Hör mal, wir haben's eilig, ich muss es unbedingt erzählen. Also, ich hab Blasenprobleme und ich muss da zu Dr. Schawatzki. Der ist da hinten beim Airfield und deswegen müssen wir uns beeilen. Mein Fahrer hat die Anweisung von mir bekommen, schnell zu fahren. Es tut mir leid, Herr Officer. Ja, aber das ist gestern gereist, oder muss halt einen Polizeischutz holen. Ja, das stimmt. Aber wir haben gerade keine Polizei gefunden. Das mal anmelden, richtig. Tut mir leid. Könnten Sie hoffentlich da nochmal ein Auge zudrücken? Hören Sie. Na ja, gut, wenn das jetzt ein Notfall ist, meine ich, also... Meine Hose, ich muss auch dringend schnell da hinten meine Blase. Es ist wirklich ein ernstes Thema, sonst würden wir nicht so rasen. Wir sind ja, pflichtbewusste dann, Menschen. Würde ich sagen, steigen die Herren mal bitte wieder ein und wir geben ihnen Geleitschutz. Oh, das ist sehr gnädig. Wir müssen irgendwie zum Airfield, zum Dr. Schawatzki. Ja, wir dürfen jetzt auch einsteigen. Aber ja, die wollen mitfahren, Leute. Okay. Also, oh, geil, wir haben jetzt hier Polizeischutz. Wie geil ist das denn? Ist so. Alter, das Auto von dem... Der beste Wodka. Wodka. Geil, Polizeischutz. Welche geile Karre haben sie da? Alter, der hat Innerschokolade. Vorsicht. Alter. Oh, der hat Innerschokolade an der Seite. Oh, diese Sonntagsfahrer. Ey, und die überfallen. Scheiße, dass wir jetzt keine Waffen hatten. Da hätten wir direkt zwei Geiseln, Alter. Zwei sollen wir vorfahren wir hätten oder die mit in die Pampa nehmen können. Die fahren vor, Mate. Einfach überfallen. Wir müssen doch vorfahren. Ja, die wollten vorfahren. Oder? Ach so, okay. Jetzt darfst du fahren, Major. Der eine Typ, weißt du, steigt ja einfach in unser Wagen. Ja, wir müssen immer die Karre abschließen, um den Wagen. Gib mal Gas, Major, du darfst schnell fahren, guck. Ja, ich fahr jetzt schneller, aber muss ja erstmal wieder hochkommen, ne? Was? Aber wie geil das ist, ey, guck mal, wir haben eine Polizeidienst. Scheiße, dass wir jetzt keine Waffen hatten, hätten, Alter. Wir hätten die direkt so dahin. Überfallen, hin. Ne? Ja. Wir hätten die voll in die Pampa schicken können, so, weißt du? Was macht er denn hier? Boah, wie nah fällt er denn auf? Aber wir hätten die Polizei auch erpressen können, irgendwie. Guck mal, was im Chat unten ist. Kevin ist kein Name, sondern eine Krankheit. Ja, das stimmt. Ey, wie geil ist das denn gerade, bitte, Leute? Wir haben echt eine Polizeikolonne. Siehst du, man muss sich wirklich im Roleplay einfach nur coole Geschichten ausdenken. Guck mal, die denken, ich habe eine Blase. Weißt du, was ich jetzt cool fand? Als du gesagt hast, Zeitchannel, hat er gesagt, was ist denn ein Zeitchannel? Das fand ich gut. Ja, das ist eigentlich, gut, ja. Eigentlich müsste der Major die jetzt voll wegrammen und einfach abhauen, so weißt du? Nee, das Ding ist, diese Hatchbacks, soweit ich weiß, können nicht explodieren, aber unsere SUVs schon. Toll. Und dann sind wir am Arsch. Aber guck mal, die fahren ohne Sirene, Alter, was ist los? Ja, die sollen wir anmachen, ja, ne? Toll. Hammer Polizeischutz. Ich glaub, der hat an.
Du müsstest jetzt einfach irgendwo links reinfahren oder so. Immer so eine Seitenstraße. Abbiegen, weil so, ich hab mich verfahren. Ne, einfach so in einem Gebüsch oder so. Und dann warten, bis die weg sind. Können die das dann irgendwie sehen oder müssen die uns dann suchen? Nee, nee. Die müssen uns schon suchen. Wollen wir das mal machen? Vielen Dank an Hubby. Ja, aber warum? Lass sie doch dann bis dahin holen und dann gucken wir mal, was da abgeht, da auf dem Airfield oder nicht. Ja, ja. Klar. Aber was willst du denen denn gleich erzählen, wenn wir da sind? Wir sagen, dass Dr. Schabatzky auf einer... Schabatzky übrigens, ne? Ja, Schabatzky. Let's go to the mall, Alter. Alter! Bring die Karre zum Fallen. Alter, Cobra 12, Alter. Welcher, ich wollte gerade sagen... Toto und Harry. Können wir sagen, dass ab jetzt wir mit dem Heli weiter unterwegs sind. Genau, genau. Wir sagen dann, wir müssen mit dem Heli zu Dr. Schabatzky, der wohnt auf einer einsamen Insel. Nur der kann mal eine Prostata heilen oder so. Pass auf, Major. Scharfe Kurven. Ja, das Ding ist, die können da einfach durchfahren und ich muss einfach so abbremsen, ne? Das ist kacke. Wieso können die da einfach durchfahren? Weil die nicht umkippen. Echt? Ja, die Polizeiautos sind, glaube ich, da besser. Ja, das ist aber irgendwie scheiße, oder? Das sollte eigentlich ausgeglichen sein. Ja, ist eigentlich unfair. Ob das generell bei Hatchbacks so sind, ich weiß jetzt nicht. Ja. Aber in der Folge ziehen wir auf jeden Fall noch durch. 7 Kilometer haben wir noch vor uns. Das ist geil! Und dann gucken wir mal, ob wir zu Dr. Schabatzky ankommen. Haben wir die verloren, oder... Die sind irgendwo, die fahren zum Airfield auf jeden Fall. Fahr einfach weiter. Ach, da vorne, weißt du, was ist das denn für ein Polizeischutz? Wir wären da gerade tot, ne? 2 Kilometer vor. Guck mal, du könntest jetzt links reinfahren, würden nie merken. Stell dir mal vor, der da hinten würde uns jetzt wegrammen, der mit seiner Wodka-Karre. Was ja da überall für Werbung draufstehen hat. Hat der Putin spielt also mit, oder was? In der Schokolade. Ne, das Lustige war ja, wir sind fast gerade explodiert, weißt du, und die fahren einfach weiter. Ja, okay, da hätten die aber, glaube ich, auch nicht viel machen können, wenn sie jetzt näher gewesen wären, ne? Ja, aber was? Polizeischutz, weißt du, was ist das? Verlangsamer! Raus, explodiert, raus. Scheiße. Ich kann nicht rennen, ich klemm. Ich kann doch rennen. Oh, ich bin tot. Nein. Ich hab den Notarzt gerufen. Ich sag es noch, weißt du, ich sag es noch, Alter. Ich sag es noch. Nein, ich bin gewohnt, Alter. Hatchback zu fahren. Bester Polizeischutz, Alter. Oh mein Major, Alter. Ja, Leute, dann endet die Folge schon doch hier. Wir machen jetzt den Respawn in der Nähe vom Airfield. Dr. Schabatzky will uns hier sehen. Ey, Major, was bist du für ein... Ne, pass mal auf, Dennis. Ich fahr wirklich sonst immer mit dem Hatchback, weißt du? Ja. Und jetzt kommt wieder so eine Kurve voll am Eskalieren ist, Alter. Ja, die können euch helfen. Alter, komm, Leute. Ja, du bist tot. Du bist tot. Können die uns jetzt helfen, wenn wir hier liegen und Notarzt rufen? Ja, ich hab Notarzt gerufen. Ja, ich auch. Bei mir steht Sanitäter in der Nähe, nein. Alter, weißt du, das war ja, so. Ja, warte, die helfen euch. Warte. Das war so typisch, weißt du, wir kleben so zwischen den Leitplanke fest. Nein, konnten die fest. Guck mal, das Problem ist echt, ich muss mich echt jetzt verteidigen. Ich fahr wirklich sonst nur mit dem Hatchback, ne? Ja, das ändert jetzt auch nichts. Also, Alter, da kommt sie schon. Da kommt sie schon. Das sehen wir in der nächsten Folge, oder was sagt ihr? Nein. Boah, Sanitäter, Alter, oder was? Alter, jetzt geht's ab. Nicht Respawn machen, wartet. Voll der, jetzt voll der fette Verkehrsunfall, Alter. Milch an die Todesfahrer, ey. Erdogan Etterlei von Alarm für Kuba 11, ey. Erdogan Etterlei, Alter. Ja, aber wie geil, die Autos sich überschlagen. Boah, ich bin wieder da. Oh, vielen Dank. Warte, soll mich wiederbeleben, Curry. Ich brenne. Curry, Alter, soll mich wiederbeleben. Ich kriege Feuer, sag Bescheid. Okay. Da liegt doch einer, da liegt doch unser Anführer. Da liegen noch unsere Freunde. Jetzt das Feuer ist weg, die sollen mich wiederbeleben. Hilfe! Warte, jetzt mal ruhig bleiben. Warte, die helfen euch jetzt. Vielen Dank. Boah. Ja, die haben mich vergessen, Alter Curry. Ich lieg da Curry, unter dem Auto. Aber, du hast doch Verbandskästen, ne? Die wollen irgendwie Medikits. Leute, hier liegt noch jemand am Auto. Da liegt noch jemand. Liegt der Dennis da? Wo liegt der Dennis? Ich glaube, es hat meinen Penis erwischt. Bleib mal ruhig, Leute, ich verstehe den nicht. Der Dennis, Alter. Wieder da liegt. Ja, der ist ganz schwer aufgekommen. Guck mal wieder. Oh, ich bin weg. Kommt der Sanitäter, oder? Mensch, du versinkst gerade in der im Land. Hä? Scheiße. Er hat es nicht geschafft. Ja, ich spawn in Atira, oder? Das ist ja in der Nähe vom Airfield. Oh, wo bin ich? Was ist passiert? Alkohol und Autofahren. Oh Gott. Nein, der Major, der wurde vorhin schon geblitzt. Danke, Sanitäter. Dankeschön. Ja, ey, Leute, macht euch immer hört mal auf dazu. Ja, das Ding ist, Dennis. Du bist so ein Arsch, Alter, Major, ey. Du bist so ein Arsch, Alter. Alter, wo warst du denn? Zwischen dem Auto klebt, Alter.
Klebt er da unterm Auto? Okay, ich bin wieder da. Hey, Brooks, mein Freund. Oh, ich habe noch Schmerzen im Arm. Komm, Atira, ich rüste mich mal hier aus, Leute. Ist kein Problem. Ja, wie denn ohne Auto? Ja, die fahren uns dahin. Fragen wir die Sanis, oder? Die Leiche mit mir. Ob die uns nach Atira fliegen können, die Sanis. Können Sie uns mit nach Atira mitnehmen? Major, wir hätten auch eine Gegenleistung. Nein, echt, ich bin echt raus in Sachen SUV und so. Okay, das Geile ist, hier gibt es kein ATM, Alter. Und wir müssen die Sachen aufsammeln. Nein, hier gibt es kein ATM. Wir müssen nach Atira. Ich habe 6 Millionen auf dem Konto, kann mir aber keinen Apfel kaufen. Atira! Ja, wir machen auf jeden Fall mal... Was war das denn? Kfz-Handel, was ist das denn hier? Achso. Wir machen auf jeden Fall mal hier ein Folgenbäuschen und werden dann in der nächsten Folge mal weitermachen. Wirklich Respekt an Major. Major, Alter, Major, ja, das gemacht, Alter. Ja, alle haben überlebt und wurden wiederbelebt und ich wurde da abgekratzt. Wo warst du denn? Ach, da hinten ist ein ATM. Okay, warte, das mache ich noch. Curry, hast du das aufgenommen, Alter? Ja, ja. Die Szene, wo Dennis da am Liegen war? Nee, ich habe genau da eben kurz Pause gemacht. Ich habe das aufgenommen. Natürlich habe ich das aufgenommen. Ja, aber von außen, wie das so aussieht. Wie du ja, wie er da liegt, so gegen der Leitplanke im Kopf. Ja, aber mich hat's voll erwischt, ey. Ich konnte die Koffer leider nicht aufheben. Dann sagt der Major sagt so, steig aus und so. Und auf einmal steig ich aus und kleb so eine Leitplanke fest, Alter. Und dann explodiert die Karre schon. Weißt du? Okay, machen wir hier mal ein Päuschen, oder? Ja. Nee, warte, lass mich eben noch hier mich ausrüsten. Dann machen wir ein Päuschen. Ich hol das eben noch alles hier. Können wir direkt weitermachen. Wollen die uns denn jetzt nach Dings fliegen? Ich verstehe kein Wort, weil alle hier durcheinander reden. Ja, das ist das Problem. Die unterhalten sich mit uns und wir. Ja, dann machst du es gerade mal ruhig. Ja, ihr wisst ja, die Sprache, die Stolz. Ja. Müssen, ne? Können wir nach Atira? Wir müssen unbedingt nach Atira. Ja, dann wollen wir direkt weitermachen oder dann sollen die uns jetzt nach Atira fliegen? Ja, ich rüste mich noch ständig aus. Vom Rettungsdienst, das geht am schnellsten. Dürfen wir mit dem Rettungsdienst mitfliegen? Das wäre gut, ich fühle mich auch wirklich nicht gut, ich muss da ins Krankenhaus. Der Sanitäter! Ja, der antwortet irgendwie gar nicht, oder? Three, regroup. Wir müssen unbedingt nach Atira. Vielen Dank, vielen Dank. Jetzt können wir auch unsere Night Visions aktivieren. Ja, klar. Weißt du, so Abenddämmerung. Night Visions Oh, mein Arm ist gebrochen. Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Luftrettung, Alter, wie geil dieser Heli bitte aussieht. Luftrettung und so steht da drauf. Alte Zeiten werden wach. Ja, mega, mega. Notruf. Alter, Scheiß, noch Notruf ich von komm früher. Nicht drauf klar, wie der Dennis da lag, ey. Ja, ich komm nicht drauf klar, wie du gefahren bist. Ja, aber... Ich sag's vorher noch, scharfe Kurve. Ja, warte, nichts genau sagen, Major. Ich weiß genau, was du jetzt sagen willst. Was? Ja, komm, sag. Mit einem Hatchback wäre das ja, siehst du? Ja, ich bin wieder ausgerüstet, ehrlich gesagt. Ja, wir sind auf dem Weg, Dennis. Wir sind auf dem Weg. Ist das ja schon die zweite Folge? Nee, oder? Nee, ist nicht die erste. Immer noch die erste. Ja, wir machen hier ein Folgenpäuschen. Ich wollte mich nur kurz noch ausrüsten. Wirklich schon ein Ereignis, was ein Folge, Polizeischutz, Unfall, Ermordungen, ich bin abgekratzt, alles. Überschlag gemacht und so weiter und so fort. Mit dem Hatchback wäre das nicht passiert. Und wir fliegen gerade ins Krankenhaus. Ja, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge und vielen Dank an den Bonze, Major und natürlich Curry aus Gärten. Auf jeden Fall gerne. Immer wieder gerne. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. In der nächsten Folge von Let's Play Altis Live. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.